Moin, komischen Gelaber und klucki Scheiße. Also, als kleine Fangfrage, wer findet die Taktik in der Anfahrt? Kann man jetzt mit der geilen Musik und der krassen Soundeffekte sich jetzt das Video angucken? Und anfangen zu knobeln, warum, wo was gemacht wurde, wann zurück, wann vor und warum, wohin gefahren wurde, mit der Nase wohin angewinkelt. Oh, da kann man auch Spaß bei haben und suchen. Oder man springt einfach so nach 10 Minuten. Dann geht die Geiserklärung los, einfach schon mal dahin. Viel Spaß!
drauf. Kuller jetzt Torpedos ohne mich. Ja, hier sieht man, welche Route ich nehme zum Anfahren. Knapp am Berg vorbei, um nicht aufzugehen. Und ich will da hinten raus, um mehrere Möglichkeiten anzuwinkeln. Dann habe ich einen großen Bereich, in dem ich beim Vorwärtsfahren mit der Nase und der Panzerung spielen kann, wie ich mich anwinkel. Hintenrum ginge auch, dauert aber länger und ich kann nicht schießen. Die EG und die Kronstadt sind für mich erstmal die Hauptprios zum Anwinkeln. Egier ist nah dran, hat krasse AP. Kronstadt könnte reinpushen, wenn da. Die ist nicht langsam, die ist schon schön schnell, das ist gefährlich. Die anderen beiden, die sind weit weg. Kleines Kaliber haben die deine auch. Ja, also versuche ich da zur Insel zu kommen. Ein bisschen weiter außen, ein bisschen weiter innen. Mal gucken. Auf jeden Fall angewinkelt zu Egier. Jetzt ist noch die Frage: Wie hat. Pusht die Kronstadt? Lugt die da gleich rum oder nicht? Dann müsste ich weiter zurückbleiben und ein bisschen Abstand haben, um noch anzuwinkeln. Also nah an Berg heran, dann könnte sie mich flanken. Also muss ich einen Mittelweg finden zwischen nicht von rechts überrascht zu werden und links anwinkeln. Und jetzt später in der Situation sieht man auf der Karte, die Kronstadt pusht, Schlachtschiff auch.
Du bist ja gar kein Überflieger.